Eine New Orleans Nummer. Weiß sein bis lachen, Junge. Ein richtiger Russe braucht von Angst. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Jan uns immer begleitet hat. Kopenhagen, Hamburg, Kopenhagen. Unterwegs gab es natürlich günstig Schnaps. Ja, Jan war ein sehr, sehr guter Pianist, alten Kanal. Und diese typischen Kloster, sagt man, wie er die Tasten griff, war schon ein Erlebnis, mit ihm zu spielen. Naja, Jan suchte ein Zuhause, war ja immer unterwegs, Kopenhagen, Hamburg. Vielleicht haben wir uns auch zu wenig um ihn persönlich gekümmert. Er war als Däne auch selber war er sehr introvertiert. Ich werde nie vergessen, wenn er dann so ein paar Schnäpse getrunken hatte. Er sagte, John, im Hotel Elysee, geh doch mal in die Bar, ich mag da nicht hingehen. Dann habe ich ihm das Bier geholt und fertig guckte. Das ist schon das fünfte Bier. Das ist zu viel für Jan. Naja, und dann spielen wir Stücke und der Alkohol war ja ein vorübergehender Therapeut, lockerte ihn und dann auf einmal, was er sonst nie machte, spielte er eine wunderbare Einleitung. Und ich sage das Stück an, Jan, das nächste Stück, das wir spielen, ist Wenn mein Dreamboot kann tun. Und dann spielen wir das und da sagt er, wenn es dann zurückkommt, wenn es dann zurückkommt, dann spielen wir dieses Lord, Lord, you should be good to me. Es ist eine Aufnahme. Da singt er die Seele. Lord, Lord, you should be good to me. Aber so wirklich aus dem tiefsten Innern schon etwas leicht angesäuselt. Naja, und wenn er dann richtig voll war, dann dirigierte, ging ja vor die Band und dirigierte und sprach Dänisch. Und da hatten wir ein schönes Konzert. Ach ja, das muss ich sagen, wenn wir dann uns getroffen haben, oft am Bahnhof in Volksdorf, und Jan hatte was getrunken und hatte Schuldgefühle, und dann, wie das ein Alkoholiker macht, dann lenkt er ab. Und wir kamen mit dem 300er an, und Jan stand schon an der Ecke und machte so. Wir waren vielleicht 5 Minuten später. Das war ein Ableckungsmanöver. So, und dann sind wir losgefahren. Und da hat er geschimpft mit Ferdinand. Ging auch um Gage. Du Fatusse, Scheiße, was du erzählst, die Kohle, ich will Kohle haben. Ja, und dann waren wir im Hotel Elysee. Und, ach so, da waren wir am Strand da, Temmendorfer Strand. Wie heißt das Hotel da? Ich weiß, ja. Maritim Hotel. Also Maritim. Der Chef begrüßt uns, alles, wir spielen da. Sonnenschein, aber starker Wind. Jan hatte schon einen im Tee. Und wir spielen und ich drehe mich um und ich sage, Jan, ich höre dich nicht. Ach so, wir hatten einen Sonnenschirm aufgespannt. Und ich sage, Jan, ich höre dich nicht, hau mehr in die Tasten. So. Und dann das zweite Mal sage ich ihm, da ist der Schirm schon ein bisschen tiefer. Und nach 3, 4 Mal ist der Schirm, schließt er ab mit Jan und dem Klavier. Jan war nicht mehr zu sehen. Und naja, wir spielen und waren dufte Stimmung. Und wir spielen das letzte Stück. Und Kurt packt seinen Bass ein und ich packe meine Trompete ein. Und dann steht er vor mir und tänzelt, lacht und ist aber trotzdem böse, Wikinger, spricht Dänisch.
Ich sag, Jan, ich verstehe das nicht, verstehe dich nicht. Dann nimmt er meinen New Orleans Quarter Slips, zieht ganz stark. Ich sag, Jan, ich krieg keine Luft mehr. Und er sagt nur dänisches Zeug. Und er zieht mich wie eine Kuh zum Schlachthof. Und Kurt schüttelt den Kopf. Und ich war sauer auf Kurt, weil Kurt hat das gar nicht. Und auf einmal kriege ich Schläge, auch in, hier in die Eier rein, hinten vorne. Ich sage, Jan, bist du verrückt? Wie hoch bist du da gesprungen? Ja, pass auf. Und dann kriege ich einen Schlag, ich habe ja nur einen Zahn, und mach so und kriege den Bums voll rein. Da sagt er, weißt du, du bist mein Freund. Norby hätte ich nie in die Schnauze gehauen. Der ist so geizig, weißt du. Der tut die Streichhölzer zählen, wie viel er gebraucht im Jahr. Da habe ich gesagt zu Kurt, ihr fahrt jetzt alleine. Ich gehe zu Fuß zum Bahnhof da. Und dann sind sie alleine gefahren und ich bin mit dem Zug gefahren. Am nächsten Tag, Elisee, sagt er das, du weißt, du bist mein Freund. Norby hätte ich nie in die Schnauze gehauen. So, und bei Kurt war Geburtstag, werde ich nie vergessen. Bei Kurt hat er ja auch mal eine Flasche abgebrochen und hat gedroht mit der Spitze. Ne? Und dann sitzen wir alle, Kuchen, Kaffee, alle Stimmung. Jan ist voll. Oh, ich möchte auch noch was zu Kurts Geburtstag sagen. Weißt du, Kurt, wir sind Freunde. Aber ein guter Freund kann auch seinen Freund mal umbringen. Es ist so was. Wir mussten Gemüt wie ein Fleischerhund. Aber scharf war in das, weißt du, das darf man aber nicht aufnehmen, hier, was ich sage. Doch. Da ist Jan, kommt er an, ist ganz nass, war ein Regen gekommen und da ist so eine kleine Kabuff, war die Tür auf. Und da hat die Füßen so geschossen auf den Barfuß. Und Smoking an, und die Füße waren da. Und schnell die Tür zugedrückt, weil die Gäste das sehen. Und dann spielen wir. Und auf einmal geht er auf die Kellnerin zu. Jan hatte einen Stalin-Blick. Ich nenne ihn immer Jan Stalin. Seine Säufer-Erdbeernase. Übrigens jüdisch. Jan war jüdisch. Und da geht die Frau mit dem Tablett und er geht, guckt ihr in die Augen. Sie setzt das Tablett an, weil er, die dachte, er will ihr was sagen. Und Jan, ich werde das nicht vergessen, nicht, den Arm so hin und hast du nicht, kannst du nicht. Pharisäergriff. Voll zwischen die Beine und dies erstarrt und das heißt, das der, das hast du gesehen, es hat ihr gefallen. Das war der Schiefergriff. Zwei Mal. Naja, und die Show war ja, als wir dann mussten wir da, kam ein Freund von mir, Peter Klüver, der hat zwei Häuser in der Herbertstraße gekauft. Ne? Eins als Storyville und das andere heißt French Quarter. Und, der Peter kam und sagte, wisst ihr eigentlich, was bei euch Leute ist? Ich habe noch keine Band gehabt, ich spiele heute im Puff. Und wir gucken uns an, Ferdinand und unser Klaus Anders war gerade frisch verheiratet. Jan besoffen. Ja, sagte er, ihr wisst ja, wo der Puff ist. Ne, ich habe schon alles vorbereitet. Wie heißt diese bekannte Frau, wie heißt sie, die Logena da? Dominika. Dominika ist Puffmutter, die weiß schon Bescheid. Die Mädchen sind da, es gibt Würstchen, Kartoffelsalat. Ja. Und Jan wollte nicht mit. Ich sag, Jan, du musst mitkommen, wir haben da kein Klavier, wir können nicht ohne Banjo spielen. Ich bin so besoffen. Was soll das? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Nein. Und habe ich ihn geschleift. Ne? Kann ich Banjo spielen? Ja, natürlich, Banjo. Der Benjo gespielt und sonst Klavier. So, dann kommen wir da an und vorher sagt er noch, vor der, sagt, das hat keinen Zweck. Ich bin so besoffen. Ich sag, du bist nüchtern. Jan, dann kamen wir rein und sein Blick fiel gleich auf eine ganz pullbusige Madonna da. Aber was er nicht gesehen hatte, er hatte eine Peitsche und Leder. Und Jan hat sich gleich zu ihr gesetzt. Ich saß neben einer bildhübschen. Hübschen.